Wir befinden uns aktuell im Jubiläumsjahr des europäischen Flugzeugbauers Airbus. Ja, das ist schon mal gut zu wissen. Vor gut 50 Jahren hat man dieses Projekt Stück für Stück immer weiter ins Rollen gebracht. Dass das, was man da vor knapp 50 Jahren ins Rollen gebracht hat, nicht so ganz unerfolgreich war, das wissen wir mittlerweile. Aber so wirklich einfach war das auch nicht. Und darüber unterhalten wir uns jetzt einfach mal ein bisschen. In diesem Sinne, viel Spaß. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, es geht euch gut. Eventuell erinnert ihr euch sogar noch, wir haben gerade mal vor 2 Tagen, glaube ich, bei einem anderen Video, haben wir einfach mal einen sehr interessanten, aber auch sehr beeindruckenden Airbus-Fakt rausgehauen. Und zwar hat Airbus gerade jetzt erst vor ein paar Tagen das 12.000. Passagierflugzeug ausgeliefert. Das ist schon mal eine ganze Menge. Das war ein Airbus A220 für Delta Airlines. Dabei hatte man doch gerade erst das 6000. Airbus Passagierflugzeug, ein Airbus A380 für Emirates, im Jahr 2010 ausgeliefert. Das heißt jetzt einmal kurz zusammengefasst, dass man von der ersten Auslieferung des ersten Airbus Passagierflugzeuges bis zur 6000. Maschine, dafür hat man ganze 36 Jahre benötigt. Von der 6000. bis zur 12000. Maschine waren es jetzt nur noch 9 Jahre. Und das ist schon mal eine sehr bemerkenswerte Leistung und zeigt, wie viel sich da in den letzten Jahren getan hat. Aber fangen wir erst einmal am Anfang an. Und da müssen wir auch gar nicht allzu sehr ins Detail gehen. Wichtig zu merken ist nur, Airbus war von Anfang an ein Gemeinschaftsprojekt. Vielleicht ganz am Anfang sogar ein deutsches Gemeinschaftsprojekt, nach dem Zusammenschluss einiger deutscher Flugzeugbauer, die ihre Kräfte bündeln wollten, um endlich mal was dem amerikanischen Flugzeugbau gegenüberstellen zu können. Und heute, vor ganz genau 50 Jahren, also am 29. Mai 1969, wurde aus der ganzen Nummer durch den Zusammenschluss mit einem französischen Flugzeugbauer ein europäisches Gemeinschaftsprojekt. Und das ist es auch bis heute geblieben. Das Ziel dieses Projekts, das Ziel des Airbus-Projektes, war von Anfang an vollkommen klar. Jeder Beteiligte baut das, was er am besten kann. Und das wird dann alles in Toulouse in Frankreich zusammengeschustert. Und dann kommt hoffentlich endlich mal ein überlegenes Flugzeug dabei raus. Ein Flugzeug, das es mit der amerikanischen Konkurrenz aufnehmen kann. Und das erste Projekt, das man hier anging, das war der Airbus A300. Und um das jetzt genau zu verstehen, schauen wir am besten einfach mal ganz kurz in die Zeit rein. An den großen internationalen Flughäfen der in Anführungszeichen westlichen Welt fand man zu dieser Zeit eigentlich tatsächlich nur amerikanisches Fluggerät. Das liegt gar nicht unbedingt daran, weil die Flugzeuge, die dort gebaut wurden, so wahnsinnig toll waren, sondern weil es gerade bei den großen Jets auch fast nur amerikanisches Fluggerät gab. Die Flugzeuge kamen zu dieser Zeit aber auch nicht nur vom amerikanischen Flugzeugbauer Boeing, sondern beispielsweise auch von Lockheed oder von Douglas. Im Jahr 1970 gab es bei Boeing schon die Produktpalette bis zur Boeing 747. Also die Boeing 747 wurde 1970 das erste Mal ausgeliefert. Dann gab es die Lockheed TriStar und auch die Douglas DC-10. Die beiden Flugzeuge feierten 1970 ihren Erstflug. Dabei ist auffällig, dass die 3 eben genannten Flugzeuge, alles Großraumflugzeuge, dass die mit mindestens 3 Triebwerken ausgestattet sind. Also keins davon hat weniger Triebwerke, bei der 747 sind es natürlich 4 Triebwerke und so 2-strahlige Langstreckenjets oder 2-strahlige Großraumflugzeuge generell. Das, was heute absoluter Standard ist, das gab es da einfach noch nicht. Beim Thema Flugzeugbau konnten zu dieser Zeit neben den Amerikanern eigentlich nur noch die Russen ein bisschen mitmischen, denn die bauten selbstverständlich Ende der 60er Jahre, genauso wie auch die Europäer, aber das ist einfach eine andere Kategorie, da bauten die ihr Überschallflugzeug, die Tu-144, aber die brachten zum Beispiel ebenfalls Ende der 1960er Jahre die 3-strahlige Tu-154. Um in diesen Markt der Unterschall-Passagierflugzeuge einzusteigen, also um in den Markt einzusteigen, der sich für die Zukunft als bedeutend herausstellen sollte, dafür musste man ganz einfach etwas bauen, das besser funktionierte, besser war als das, was es aktuell am Markt gab. Denn es wäre ansonsten, hätte man das nicht geschafft, wäre es absolut gar kein Problem gewesen, das bevorstehende Wachstum in der Luftfahrt einfach auf die jetzt schon in der Luftfahrt vorhandenen Bewerber aufzuteilen. Dringend benötigt wurde ein zusätzlicher Flugzeugbauer hier auf gar keinen Fall. Das hätte für die Zukunft auch durchaus ohne Airbus funktionieren können. So, und jetzt habe ich das eben schon so ein bisschen vorweggenommen. Die Triebwerksanzahl, Minimum 3 Triebwerke bei einem Großraumflugzeug, das ist etwas, da konnte man etwas anders machen als die anderen. Also, man nimmt 2 ausreichend starke Triebwerke, baut dazwischen ein Flugzeug, das so groß ist, dass es gerade so von diesen beiden Triebwerken vernünftig getragen werden kann. Und dabei kommt dann ein Flugzeug heraus, dessen Leistungswerte sicherlich nicht sonderlich üppig sind. Aber es kommt auch ein Flugzeug heraus, das auf seinen Strecken sehr viel effizienter unterwegs sein kann, als das, was es aktuell am Markt gibt. Mit diesem Gedanken wurde dann der erste Airbus gebaut, der Airbus A300.
Dieses Flugzeug wird gerne mal beschrieben als das erste Langstreckenflugzeug mit nur zwei Triebwerken. Langstrecke kam beim Airbus A300 aber tatsächlich erst deutlich später hinzu. Der A300B2, also die erste Serienversion des Airbus A300, hatte mit Langstrecke, auch wenn die Größe das vielleicht so ein bisschen vermuten lässt, wirklich noch nichts zu tun. Der A300B2 konnte nämlich voll beladen nur knapp 3500 Kilometer weit fliegen. Das meinte ich gerade damit, dass die Leistungswerte dieses neuen Flugzeuges erst einmal noch nicht so wirklich üppig waren. 3500 Kilometer maximale Reichweite bedeutet also, dass bei diesem Flugzeug erst einmal sogar noch mindestens 500 Kilometer Reichweite fehlen, um mit der Maschine überhaupt einmal durch die USA zu kommen, um einmal von New York nach Los Angeles fliegen zu können. Also der A300 war erst einmal ein Flugzeug für die Kurz- und Mittelstrecke, aber eben für die Strecken, es war ein Nischenprodukt quasi, für die Strecken, die stark nachgefragt wurden. Denn das waren Strecken, die 1970 auch mit einer DC-10 oder mit einer TriStar bedient wurden. Man muss sich, wie gesagt, tatsächlich immer in diese Zeit zurückdenken. 1970, da gab es von Boeing tatsächlich einfach kein vernünftiges Konkurrenzmodell zu einem solchen zweistrahligen Großraumflugzeug. Da kam ja auch in den nächsten 15 Jahren erst einmal nichts. Boeing konnte zu dieser Zeit vergleichsweise kleine Flugzeuge bauen, die 727 beispielsweise oder auch die Boeing 737 in ihren frühen Varianten. Oder man hatte eben ganz groß, die Boeing 747. Dazwischen war tatsächlich noch nichts zu finden. Also Airbus hat sich hier mit dem ersten Flugzeug, das sie auf den Markt schmissen, wirklich etwas, die haben sich wirklich was dabei gedacht. Und die haben hier wirklich etwas Brauchbares auf den Markt gebracht. So hatte man zum Beispiel durchgerechnet, dass ein drittes Triebwerk, das die Leistungswerte des A300 natürlich erstmal deutlich nach oben geschraubt hätte, das dritte Triebwerk hätte höchstwahrscheinlich bis zu 30% mehr Tragfläche benötigt und hätte die Flugzeugstruktur um mindestens 20 Tonnen schwerer gemacht. Und das ist eine ganze Menge. Das sorgte also dafür, dass der Airbus A300 auf seinen Routen, auf den Strecken, die erst einmal tatsächlich relativ kurz waren, aber auf diesen Strecken konnte die Maschine knapp 30% effizienter fliegen als eine Lockheed TriStar. Und das, obwohl die Erstflüge dieser beiden Flugzeuge nur knapp 2 Jahre auseinander liegen. Das erste Flugzeug hatte man nun also und es war ein Flugzeug mit einer guten Idee, das durchaus funktionieren kann, wenn man sich den Markt anschaut. So, und jetzt musste es natürlich verkauft werden. Erstkunde war, wie sollte es auch anders sein, Air France. Und dann kam auch Lufthansa dazu, aber mit Kunden außerhalb der Entwurfsländer, da sah es erst einmal geht so gut aus. Fluggesellschaften wie beispielsweise Air Siam aus Thailand oder auch Korean Airlines aus Korea, die kauften nur eine Handvoll Flugzeuge. In Richtung Vereinigte Staaten von Amerika, in Richtung USA, ging so lange nichts mit dem ersten Airbus, bis der europäische Flugzeugbauer sein erstes Flugzeug clever präsentierte. Man musste den Amerikaner quasi so ein bisschen an dieses Flugzeug, an das neue Flugzeug heranführen. Man musste ihnen eine gratis Probepackung Airbus geben. Und genauso hat man das auch gemacht. Der noch junge europäische Flugzeugbauer Airbus gab der großen amerikanischen Fluggesellschaft Eastern Airlines für einen Zeitraum von ganzen 6 Monaten, also für ein halbes Jahr, einfach mal so den Airbus A300, 4 Stück davon, einfach mal so kostenlos an die Hand. Die Fluggesellschaft musste die Maschine jetzt also nur voll tanken und konnte dann damit durch die Gegend fliegen, wie sie gerade Bock drauf hatten und wie es gerade passte. Irgendwelche Servicegeschichten oder Wartungen oder sowas, das wurde alles von Airbus übernommen. Das war also die gratis Probepackung des A300. Und das funktionierte wirklich gut. Die Fluggesellschaft kaufte im Laufe der nächsten Jahre insgesamt ganze 32 Flugzeuge des mittlerweile in einer verbesserten Version erhältlichen Airbus A300. Und das war damit der erste wirkliche Großauftrag für Airbus, der aus einem Nicht-Entwurfsland des Flugzeuges stammte. Und das Allerbeste an der Sache war ja auch noch, dass der Auftrag aus den USA kam. Damit war der neue europäische Flugzeugbauer mit seinem ersten Flugzeug tatsächlich und endlich genau dort angekommen, wo sie mit ihrem Flugzeug auch hin wollten. Amerikanische Fluggesellschaften wollten die Maschine, den Airbus A300, für inneramerikanische Strecken haben. Dort sollte die Maschine hin, dort gehörte sie auch hin. Fluggesellschaften wie American Airlines oder Pan Am kauften die Maschine in großen Stückzahlen. American Airlines war einer der größten Kunden für den Airbus A300 und hatte insgesamt 35 Stück davon in der Flotte. Tja, insgesamt war der A300 sowieso recht erfolgreich, man baute 561 Stück davon. Airbus hatte es mit dem ersten Flugzeug, mit dem A300, tatsächlich geschafft, in dieser Zeit einen Schritt weiter zu denken und das dann in einem sicheren Flugzeug zu verpacken. Die Langstreckenversion des Airbus A300, der ähnliche, aber doch deutlich kürzere Airbus A310, der war nicht so erfolgreich. Davon verkaufte man gut 255 Stück. Hier hat Boeing dann tatsächlich mit der Boeing 767 unterm Strich einfach das bessere Flugzeug geliefert.
Und trotzdem war Airbus bei den wirklich großen Flugzeugbauern angekommen. Was danach kam, das wissen wir alle. Ende der 80er Jahre drückte Airbus Kurz- und Mittelstreckenflugzeuge mit der Fly-by-Wire gesteuerten hochmodernen A320-Familie in die Zukunft. Airbus stapfte zu dieser Zeit einfach mal direkt in die für große Flugzeugbauer interessanteste und auch bedeutendste Flugzeugkategorie und schaffte es auch hier tatsächlich wieder, trotz einiger doch größerer Schwierigkeiten und teilweise auch durchaus angebrachter Kritik oder angebrachter Skepsis über ein noch nicht wirklich hundertprozentig ausgereiftes Fly-by-Wire-System, zumindest am Anfang, und der dann neu eingeführten und auch sehr mächtigen Flight-Envelope-Protection, trotzdem schaffte es Airbus, der Zeit mit diesem Flugzeug wieder ein Stück voraus zu sein und einfach das bessere Flugzeug im Vergleich zur Konkurrenz abzuliefern. Fluggesellschaften auf der ganzen Welt waren zu dieser Zeit, zumindest am Anfang, ganz klar mit dem A320 deutlich besser bedient als mit der Boeing 737. Es sei denn, sie hatten das Flugzeug schon in großer Anzahl in ihrer Flotte. Also, der A320 war hier der 737 voraus und Boeing musste an dieser Stelle mal wieder, wie auch beim A300, nachziehen, um da wieder mithalten zu können. Andere Flugzeughersteller, wie beispielsweise McDonnell Douglas mit der MD-80, die schieden, zumindest auf lange Sicht gesehen, hier an dieser Stelle langsam aber sicher aus. Damit kristallisierten sich zu dieser Zeit Airbus und Boeing als die beiden großen Flugzeughersteller für Passagiermaschinen heraus. Es entstand ein Duopol am Markt. So, und seitdem läuft eigentlich immer wieder Jahr für Jahr ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Mal baut Airbus das bessere Flugzeug, mal kann Boeing wieder seine Stärken ausspielen. Also, das geht die ganze Zeit hin und her. Allerdings blieb der amerikanische Flugzeughersteller Boeing dauerhaft der größte Flugzeughersteller der Welt. Und das könnte sich jetzt tatsächlich ändern. Boeing kämpft aktuell tatsächlich ganz ordentlich mit den Tücken der Boeing 737 MAX, während Airbus fleißig immer mehr Potenzial aus der A320-Familie rausschaufelt und einfach mal schaut, was geht. Und das könnte in diesem Jahr tatsächlich dafür sorgen, dass Airbus nach einem knappen Jahr 2018 nun der größte Flugzeughersteller der Welt werden könnte. Aber das sehen wir dann am Ende. Soviel erst einmal zu einem gut funktionierenden europäischen Gemeinschaftsprojekt und zu einer interessanten Geschichte eines europäischen Flugzeugbauers. Damit soll es das heute gewesen sein. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe wie immer, dass ein paar interessante Informationen für euch mit dabei waren. Ihr könnt fast die ganze Airbus-Palette, wir sind da schon fast mit durch mit den Flugzeugtypen, könnt ihr bei mir auf dem Kanal finden. Da habe ich eine Playlist zu gemacht. Da findet ihr die Modelle A300, A310 und so weiter. Und ansonsten geht heute noch ein großes Dankeschön raus an Stefan. Vielen lieben Dank an dich für deine großzügige Unterstützung auf meiner Patreon-Seite. Damit hilfst du mir und dem Kanal sehr. Und dann sehen wir uns hoffentlich morgen bei einem neuen Video wieder. Bis dahin, lasst es euch gut gehen und tschüss.